Herzlich willkommen beim Motorradmagazin mit einer Motorradneuheit. Gestern hat Yamaha die neue R1 Race und die neue R1 GYTR vorgestellt. Zwei Supersportler für die Rennstrecke. Damit kann ich leider nicht dienen, aber ich habe trotzdem was Feines für euch. Zumindest aus meiner Sicht. Den Yamaha Roller Cygnus Ray ZR. Ich hätte es ja Razer gelesen, aber von höchster Stelle, von höchster japanischer Stelle wurde das bestätigt. Er heißt Ray ZR. Und warum ich den so gut finde und warum ich ihn mir vielleicht sogar kaufe, das erzähle ich euch gleich. Willkommen zurück. Ja, ich mache tatsächlich keine Witze. Ich bin gerade dabei, mit meiner Frau gemeinsam mir zu überlegen, ob wir uns nicht einen Roller anschaffen für die Stadt, eher für das urbane Umfeld, vielleicht mal in die Nachbarortschaft, aber ansonsten eher, um zum Beispiel mal ein Paket zurückzubringen, abzuholen und so weiter. Und da kommt mir dieser Ray ZR gerade gelegen. Ich war echt fasziniert, wie ich die Fotos gesehen habe. Der hat ja so ein paar supersportliche Elemente, vielleicht sogar ein paar, die man an der VMAX gesehen hat. Das ist natürlich eigentlich alles nur Show, aber alles hier drauf ist serienmäßig. Also diese Pseudo-Ansaugstutzen und das Windscreen, das Getönte. Die Blinker fügen sich vielleicht nicht ganz so ein, aber ansonsten schaut er wirklich schnittig, wirklich sportlich aus. Und das, obwohl er der günstigste Roller im Yamaha-Programm ist, und zwar in der Sparte Urban Mobility. Yamaha hat auch die Sportscooter, die werden da irgendwie getrennt. Das sind T-Max und X-Max und die anderen, das sind glaube ich momentan 11 Modelle, da zählen auch ein paar Elektromodelle dazu. Das sind eben die Urban Mobility Modelle und deswegen habe ich gesagt, fürs urbane Umfeld, für die Stadt, genau richtig. Er ist nämlich nicht der schnellste, das muss man sagen, dazu kommen wir gleich. Allerdings möchte ich eins jetzt gleich vorwegnehmen. Einer der wichtigsten Aspekte, das ist natürlich das Ladevolumen und das schauen wir uns jetzt an. Ich mache die Sitzbank, die einteilige hier auf, indem ich den Zündschlüssel nach links drehe. Dann schnappt das gleich auf, hier kann ich tanken, das ist der Tankdeckel und da ist eben der Kofferraum. Ich habe jetzt diesen Showy Oldschool Crosshelm mit, weil ich einfach cool sein will und weil er einfach wirklich mein Lieblingshelm ist. Der ist natürlich gerade so im Kinnbereich ein bisschen länger als ein normaler Integralhelm und wir sehen, er geht sich auch nicht aus. Also egal wie ich ihn lege, ich könnte ihn hier auch seitlich legen, es geht sich alles gerade nicht aus. Dann habe ich das aber zu Hause probiert mit einem HJC Rollerhelm, Cityhelm, wo das Visier relativ weit runtergezogen ist und dieser Helm geht sich auch nicht aus. Es geht sich tatsächlich nur ein echter Halbschalenhelm aus. Das ist jetzt schlecht, wenn man einen Helm verstauen will, was ich selten tue. Ich habe den Helm dann meistens mit oder was weiß ich, oder hängen da überhaupt nur drauf, wenn ich kurz ins Postamt gehe. Finde ich nicht so schlimm. Für mich ist eher relevant, dass ich überhaupt was reinkriege und das ist wirklich zu zweit auch ein Wochenendeinkauf bei uns und damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, obwohl nicht 100%, weil ich finde, wenn man schon ein 10 Zoll Hinterrad hat, dann könnte man hier vielleicht doch etwas mehr Platz schaffen, aber dann haben wir natürlich wieder das Tankreservoir da drin und ja, Yamaha ist ja ansonsten ziemlich gut, wenn es darum geht, Platz zu schaffen unter der Sitzbank, also wenn ich da eben an so X-Max-Modelle denkt, mit zwei Integralhelmen und dann noch vielleicht ein bisschen ein Clean Beam. Also das ist eh toll, wie die das meistens lösen. Hier ja, wird nicht mehr drin gewesen sein, denke ich mal. Aber das, was hier drin ist, ist natürlich das Verbandsbuckel und da ist für uns Journalisten, damit wir das auch nicht verlieren, was ich oft getan habe, auch der Zulassungsschein drinnen. Und in den schauen wir jetzt einmal rein für andere Daten. Yamaha behauptet nämlich, ja nicht nur, das ist der billigste Roller ist, das stimmt natürlich, 2299 in Österreich, sondern auch der leichteste, 99 Kilogramm vollgetankt. Und hier steht leider 100. Ein Kilo mehr, das ist das offizielle Gewicht, 100 Kilogramm Victor Ray ZR, 246 Kilogramm maximale
Gesamtmasse, Gesamtgewicht, also 146 Kilo Zuladung und 84 km/h Spitzengeschwindigkeit. Ich hatte am Tacho, und ich bin vor Yamaha zurückgefahren auf der Landstraße, wirklich ganz viel Vollgas, 92 standen da am Tacho, also vielleicht ist es ein bisschen mehr, aber unwesentlich. Man kommt trotzdem gut mit und für mich ist es immer wieder augenöffnend, dass man mit 8 PS, 125 Kubik Luftkühler, einfach mitkommt im Verkehr, also zumindest auf der Landstraße. Es ist unfassbar. Man fährt ja immer wieder durch Ortschaften, da wird man sowieso eingebremst, dann taucht vielleicht einmal ein Traktor auf oder sonst irgendwas, fährt jemand langsam. 8 PS, es reicht einfach, auch wenn man über Land fährt. Mir wäre es trotzdem ein bisschen zu zäh, also ich hänge dann wirklich so drin hinter dem kleinen Windschild. Aber es ist trotzdem gegangen. Also hin und wieder mal, wie gesagt, in die Nachbarortschaft, das geht schon. Aber ansonsten wäre mir das dann doch irgendwie ein bisschen zu mühsam. Da bräuchte ich dann eben zum Beispiel die maximalen 15 PS in der 125er Klasse. Und da geht das dann wirklich auch schon gut. Vor allem, wenn man dann vielleicht hinten wen drauf hat, dann wird es wirklich mühsam. Übrigens schöne, ausklappbare, gummierte Fußrasten für die Beifahrerin, für den Beifahrer. Ich zeige dann auch gleich, wie die Ergonomie ausschaut. Der Sitz ist übrigens einmal recht bequem. Was mir fehlt, ist hier ein bisschen eine Abstufung hinten für den Fahrer, dass ich wirklich auch weiß, okay, wo endet jetzt sozusagen mein Sitzbereich. Das ist nicht ganz so klar definiert hier. Was haben wir sonst? 77 dBA, das heißt sehr leise das Standgeräusch auch. Auch das demonstriere ich gleich. Und ansonsten alle anderen Daten, die habe ich sowieso bei mir. Also, ich habe schon gesagt, 125 Kubik, 8 PS, ist echt okay, 9,7 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze, wie gesagt, bei 100 Kilogramm offiziell. Dann haben wir vorne noch eine Scheibenbremse, hinten eine Trommelbremse, vorne 12 Zoll, hinten 10 Zoll und ein kombiniertes Bremssystem. Es ergibt ein sehr stabiles Bremsgefühl, ein sehr sicheres. Ich habe auch schon einmal sozusagen überbremst, bin fast ins Auto meines Bruders hineingefahren, weil wir wohnen in der Sackgasse, das ist dort ziemlich eng. Und dann hat es kurz gequietscht und dann bin ich gestanden. Das war wirklich unglaublich. Das war eine tolle Leistung von dem Roller. Vor allem, ist wirklich brandneu. Also ich hätte hier ungern für Kaltverformungen gesorgt. Aber das Bremssystem hat mich davor bewahrt, das muss ich wirklich sagen. Schön auch diese massiven Haltegriffe hier, ja, das ist sogar Metall. Also da in dem Fall gar nicht so leichtbar, aber insgesamt dann eben doch ein sehr, sehr geringes Gewicht. Und wenn ich jetzt einmal diesen Helm hier abnehme, dann kann man mal sehen, dass der auch schön ausgewachsen ist. Also ich komme hier mit meinen wirklich großen Latschen gut unter. Ich kann die Füße halt hier nicht so anstellen wie bei größeren Rollern, mache ich ohnehin nicht gern. Komme auch, ja, mit meinen Knien habe ich sogar noch am Platz. Liegt aber auch daran, dass wir hier keine Fächer haben. Also hier gibt es keine versteckten Fächer, die ich irgendwo öffnen kann oder vielleicht eben das Handy anschließen. Da den Helm, den kann ich ja gerade noch anhängen, aber ansonsten ist hier nicht so viel zu finden. Nicht sehr viel zu finden, genauso wie bei den Armaturen natürlich. Wir haben ja kaum Funktionen. Am Display gibt es hier noch einen Knopf, wo ich einige Informationen abrufen kann. 112 Kilometer hat der erst drauf. Durchschnittsverbrauch, momentan Verbrauch übrigens. Ich liege jetzt bei 2,5, bin aber wie gesagt vom Yamaha Hauptquartier nach Hause eigentlich fast nur Vollgas, bis auf die Ortschaft natürlich. Und bin jetzt eben bei 2,5, 1,8 ist glaube ich WMTC-Verbrauch. Da könnte ich, glaube ich, hinkommen, wenn ich hier jetzt wirklich nur so 50 fahre maximal. Also wie gesagt, im Stadtbereich über Land schluckt er dann auch schon mehr. Aber 2,5 Liter ist natürlich auch nichts, wenn man so will. LC-Display, ganz gewöhnliches, gut ablesbar, nicht sehr fancy, aber alles okay. Auch die Armaturen schön verarbeitet, schaut überhaupt nicht irgendwie billig aus, bis auf natürlich diese Oberflächen, diese Verkleidungen. Ja, aber was will man? Also trotzdem für den Preis finde ich die Optik Wahnsinn, richtig gut und auch den Komfort, eben die Bewegungsfreiheit hier für normal gewachsene Fahrer ist wirklich gut. Und warum der Roller so cool
auf der Seite lehnt, das hat auch einen Grund, nämlich der Seitenständer ist serienmäßig. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ist aber bei Rollern nicht so selbstverständlich. Zum Beispiel bei dem einen oder anderen italienischen Produkt. Es gibt aber auch einen Hauptständer und mit dem ist eines dann auch möglich. Ich habe hier einerseits einen Elektrostarter. Ihr hört überhaupt schon, dass der Roller läuft. Läuft jedenfalls. Und jetzt drehe ich ihn einmal um. Da könnt ihr auch einmal sehen, wie leicht er ist. Also ich kann den quasi bis zur Schräglagengrenze umlegen. Da muss ich dann schauen, da bin ich jetzt mit dem Seitenständer. Also ich kann den komplett umlegen und aufstellen. Das ist so leicht mit dem niedrigen Schwerpunkt. Unglaublich. Ich kann mich so spielen mit dem Ding. Also da kann eigentlich fast nichts passieren. Auch wenn man jetzt nicht so stark ist wie ich. So, und jetzt steht er eben am Hauptständer, der Roller. Lassen wir mal den LKW vorbei. Und da sollte der Elektrostarter vielleicht einmal nicht funktionieren, warum auch immer. Wir haben hier auch einen Kickstarter. Ein bisschen oldschool, ist aber natürlich irgendwie cool auch. Schau mal, wie leicht das jetzt geht. Na, ist jetzt nicht. So, jetzt. Also ein bisschen fester muss man treten. Und dann kann man auch so oldschool ankicken. Finde ich irgendwie ganz geil. Also mir taugt das. Ja. Zwei Möglichkeiten, den Motor zu laufen zu bringen. Man merkt natürlich, Luftkühler, er vibriert ein bisschen stärker, er schüttelt sich ein bisschen, aber es ist eigentlich nicht unangenehm. Er wird auch nie laut, auch wenn man schnell ist. Aber wie sie sich anfühlt, das werde ich jetzt gleich bei einer weiteren Probefahrt feststellen. So, ich habe also jetzt einige Kilometer zurückgelegt mit dem Ray ZR und war und bin echt überrascht über den Komfort. Es ist ein echt komfortabler 125er Roller. Hätte ich nicht gedacht, weil als ich das Hinterrad gesehen habe, übrigens mit Einarmschwinge, mit der Triebsatzschwinge, da war ich ein bisschen skeptisch, aber die Reifen, die sorgen auch für viel Dämpfung. Einmal habe ich es ein bisschen übertrieben, da habe ich mir echt gedacht, ich bin gespannt, ob er das schafft und bin irgendwie voll über einer der 3000 Bodenwellen in Eisenstadt gefahren und da hat es so ein bisschen Klonk gemacht, also da ging das vorne auf Block, da war kein Federweg mehr übrig, aber das habe ich dann sozusagen ausreizen wollen, würde ich im Normalfall nicht machen, mache ich auch nicht mehr, aber ansonsten bügelt er eigentlich überall drüber. Natürlich spürt man Kanaldeckel mehr, man spürt ein bisschen diese Treppen, diese Verwerfungen, aber im Grunde sind die Straßen ja so gut benannt, dass man das nicht so zu spüren bekommt. Also da gibt es andere, die wesentlich härter dämpfen oder gar nicht dämpfen, die mehr scheppern und wo man es dann richtig ins Kreuz kriegt. Das ist hier nicht der Fall. Das ist ein richtig angenehmer Roller. Und noch einmal zum Bremssystem übrigens, habe ich vielleicht nicht ganz ausgeführt, wenn man hinten, nur hinten bremst, bremst er vorne mit und wenn man beide Bremsen betätigt, was man eigentlich immer machen sollte, dann gleicht das System die Bremskraft aus. Das heißt, es wird optimiert und deshalb verzögert er dann auch so gut. Also das ist echt spürbar, wird das richtig kräftig eingebremst. Schafft natürlich, wie gesagt, viel Vertrauen, hohes Sicherheitsgefühl. Ich finde auch in Schräglage spürt man einfach, wie die Reifen greifen. Also man hat einen guten Grip. Das habe ich auch jetzt noch nicht ausgereizt, werde ich auch nicht, weil das wollen sicher noch andere fahren. Das ist ja wirklich brandneu, ist der abgeholt worden. Und da sollen auch noch andere ihre Freude dran haben. Plus, vielleicht werde ich ja dieses Testmotorrad dann doch rauskaufen. Schauen wir mal. Es gibt übrigens zwei Farben, das ist rot-schwarz und dann gibt es eine ganz schwarze. Und ich glaube, das Tankvolumen habe ich auch noch nicht erwähnt, 5,2 Liter. Wie gesagt, an die 2 werde ich mich noch heranarbeiten können, glaube ich, aber viel weiter drunter kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil ich werde dann, also
man muss dann immer, ich sage, seinen Bedarf analysieren und schauen, was brauche ich selber, welche Reichweiten brauche ich. Also grundsätzlich, wenn wir dann vom Elektroantrieb reden, würde mir persönlich zum Beispiel eine Reichweite von 40, 50 reichen. Also aber richtig, also das ist mit sehr viel Spielraum noch, mit sehr viel Reserven. Das müssen wir hier nicht besprechen, da ist natürlich genug Reichweite, aber da geht es eben darum, wie oft müsste ich jetzt dann doch über die Landstraße irgendwo hin, und das wäre eben nicht so weit. Also im Sommer wäre das zum Beispiel am See nach Neufeld, da, was sind das? Also Fahrzeit sind es 10, 15 Minuten. Ne? Ganz chillig, und für das würde er ausreichen, und für alles, was darüber hinausgeht, wenn ich dann nach Wien rein muss, Motorräder abholen und so, da wäre das schon wieder schwierig, also wenn ich da über die Landstraßen immer wuseln müsste. Natürlich braucht der Motor beim Beschleunigen immer ein bisschen Anlauf. Mich erinnert das Ganze immer an diese lahmen Karts, die man da fahren kann, die man sich ausborgen kann, damit ja nichts passiert. Sind ja halt so ein bisschen zäh mit diesen Rasenmähermotoren. Da muss man dann richtig mit Linie und so fahren. Und so ähnlich ist es natürlich hier. Ich bin zwar nicht überholt worden, als ich von Wien nach Hause gefahren bin, aber ich habe auch niemanden überholt, weil es dann wirklich schwierig wird. Außer ein Traktor gondelt damit 30, 40 daher. Ansonsten muss man sozusagen mitschwimmen, muss man immer ein bisschen laufen lassen, und dann ist man, wie gesagt, wirklich dabei. Es gibt natürlich einige, die müssen dich dann überholen, weil du bist ein Einspuriger und du bist ein Roller, und dann gibt es aber Idioten, wie ihr jetzt wahrscheinlich am Video seht, die müssen dann unbedingt noch vorbei, warum auch immer. Ist für mich immer ein komisches Gefühl, wenn ich Motorrad fahre, dann überholt mich auch keiner. Also dann schaue ich halt auch, dass da nie wer sich an mir vorbeidrängt, außer auf der Autobahn dann, aber auf der Landstraße eher nicht. Und das ist hier natürlich dann schon der Fall. Also damit muss man dann rechnen, aber ansonsten ist er echt brav. Ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht 100 geht. Das ist eigentlich mein größtes Manko, die Höchstgeschwindigkeit tatsächlich. Die ist mir gerade so ein bisschen zu wenig. Da denke ich mir, wenn da jetzt ein 100er oder 105 stehen würde am Tacho, würde ich mich ein bisschen wohler fühlen. Und ich glaube, dann hätte der eine oder andere auch dann doch nicht den Drang, unbedingt vorbeizufahren. Aber das ist eigentlich schon, muss ich ehrlich sagen, mein einziger Kritikpunkt. Es gibt sonst nichts, was mich wirklich stören würde an diesem Motor, an diesem Roller, an diesem Motorroller. Ja, der Auspuff vielleicht, das ist halt heutzutage eh, ich meine, bei welchem Motorrad oder Roller fällt einem das nicht auf, negativ auf. Aber ansonsten bin ich wirklich erfreut. Ich kann es immer noch gar nicht glauben, wenn ich mir diese Details und so anschaue. Also ich habe zuerst die Bilder gesehen natürlich, bevor ich die Pressemeldung öffne, schaue ich mir die Bilder an. Und da hätte ich nicht vermutet, dass das quasi ein günstiger Einstiegsroller ist. Also einer, der wirklich so circa bei 2000 Euro liegt. Das sind ja wirklich die günstigsten Roller aus Japan so. Ich weiß nicht, ob irgendwer noch unter 2000 Euro liegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht einmal im Aktionspreis. Aber das ist sensationell. Also es ist wirklich sensationell, was da steht für das Geld. Taugt mir. Und ich habe echt einen Grinser im Gesicht. Und bin schwer am Überlegen, ja, ob ich nicht doch eine alternative Antriebstechnologie nehme oder noch Oldschool luftgekühlt. Werden wir sehen. Ihr werdet es dann noch erfahren. Auf jeden Fall ist das schon ein Hinweis darauf, dass es wirklich losgeht mit den Neuheiten. Genauso wie ich eingangs erwähnt habe, neue R1, wieder mal ein Supersportler nur für die Rennstrecke. Aber da kommt natürlich noch einiges, und wenn ihr dieses Einige und das Viele, was dann folgen wird mit der EICMA Anfang November, lesen wollt, sehen wollt, dann abonniert nicht nur diesen YouTube-Kanal, sondern auch das Motorradmagazin. Ihr könnt dann auch einzelne Nummern bestellen auf www.motorrad-magazin.at oder ihr könnt einzelne Artikel abrufen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Artikel zu einem Roller, zu einem bestimmten Modell kommt, das euch interessiert, dann könnt ihr auch nur das lesen, kommt natürlich dann günstiger. So günstig wie dieser Roller auch ist. So, und ich werde das jetzt noch ein bisschen genießen. Ich tausche dann diesen Rayset R übrigens gegen mein Motorrad des Jahres. Und was das ist, das erfahrt ihr natürlich auch nur, wenn ihr wieder auf diesen Kanal geht oder diesen Kanal abonniert.
Bis dann. Ciao.